Der Klett-Cotta-Block ist immer noch auf Leipziger Buchmesse. Neben mir sitzt Saskia de Costa. Guten Tag, Frau de Costa. Guten Tag. Sie haben ein Buch geschrieben, Wir und ich. Mhm. Es geht um eine Familie, um eine heile Familie. Es geht um eine Familie, also drei Generationen umspannt das. Und sie leben am Berg in einer Villengegend. Also sie sind sehr rechtskonservative, weiße Villenbewohner. Und der Fokus liegt auf die letzte Generation von, es gibt drei Generationen von die Familie van der Sanden. Und der Fokus liegt auf die Babyboomer, Stefan und Mieke. Und sie sind Aufsteiger mit unbegrenztem Ehrgeiz. Also sie leben auf dem Berg, wie es sehr schön auf dem Titel auf dem Kopf, ja, ist, wunderbar. Mhm. Also sie leben mit ihrer Tochter Sarah, aber sie kämpft mit ihrer Herkunft. Sie wollte nicht all die Fassade und die Ehrgeiz von den vielen Gegenden. Es gibt bestimmte Regeln in der Familie, die immer eingehalten werden müssen. Mhm. Ja, es gibt viele Regeln. Zum Beispiel, sie trinken niemals Bier. Das ist vulgär. Also sie trinken immer Wein. Und es sind Regeln, die sind unausgesprochen. Es ist alles unausgesprochen, aber zum Beispiel auch sie... besuchen einander niemals unerwartet. Das ist der, das tut man nicht. Also Termine werden Wochen im Voraus in ihre Kalender eingeschrieben. Sie geben sich gegenseitig keine selbstgebackene Kekse. Das tut man nicht. Also sie fahren nach der Hauptstadt die allerteuersten und allerbesten Kekse zu kaufen. Aber wenn man das nicht wusste, dann, ja, es ist eine sehr, die Regeln sind sehr wichtig. Wie sind Sie auf die Familie gekommen? Hat das irgendeinen biografischen Hintergrund oder ist es eine reine Erfindung? Was denken Sie? Vielleicht eher eine Erfindung. Ja, also so, ja, genau. Schriftsteller sind immer Dieben der Wirklichkeit, also das bin ich auch. Ich habe ja 18 Jahre recherchiert und das in zufällig in der Umwelt und der Zeit. Alles ändert sich, als Mikes Bruder auftaucht. Wo kommt er her? Aus dem Gefängnis, also für eine Familie, wo Fassade und Ehrgeiz sehr wichtig sind. Ist schwarzes Schaf? Ja. Ja, ah ja, Jampi, es ist ein, also Mieke, die Mutter, ist, Jampi ist die Bruder von Mieke, ja, der Mutter. Und Mieke ist sehr neurotisch. Eigentlich sie ist eine Hausfrau, die viel zu intelligent ist, nur in ihrer viel zu großen Villa zu leben. Und was sie macht, ist nicht Sherry trinken am 11 Uhr morgens, aber sie Teppichfransen kämmen. Also findet sie innere Freude, Friede. Also wenn ihr Bruder Jampi aus dem Gefängnis kommt, ihre Welt ist ändert. Wurden bei Ihnen zu Hause auch die Teppichfransen gekämmt? Ja, und ja, natürlich. Und ich, wann ich es schrieb, glaubte ich, dass es nur ein sehr absurdes Detail war. Aber die Leser haben mir gesagt, ah ja, meine Mutter machte das auch und es gibt viele Kämme, das zu tun mit. Also ja. Ich kenne das auch. Ich habe die auch durcheinander gebracht und habe schlechte Stimmung gemacht zu Hause. Ah, wirklich, ja. Eigentlich, ich Teppichfränze, warum schnitt man dich nicht ab? Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen, das hätte ich vielleicht mal. Ja. Wer soll das Buch lesen? Oh, wir und ich, ja. Es sagt die, das sagt es selbstverständlich. Es ist satirisch,
Aber es ist auch eine Geschichte, eine Familiengeschichte, ein Gesellschaftsroman. Auch also satirisch, aber ich versuchte mit Mitgefühl zu schreiben. Kommt man etwas Mitleid mit Nico oder wie wird sich das entwickeln? Ja, ich glaube, dass im Anfang, sie ist schrecklich und Sarah, die Tochter, ist auch wie in einem Gefängnis. Aber ja, die Entwicklung ist, das Leben zwingt Mieke zu ändern. Also Stefan ist der Pater Familias, die arbeitet in einem Pharmaunternehmen, Karriere gemacht hat. Aber er ist nicht glücklich und dass eigentlich die Trauer auch vor ihrem toten Bruder ist unausgesprochen, aber Sarah, die Tochter, fühlt das und das ändert auch ganz die Familie und das gibt, dass man, dass Sarah entscheidet, nicht in die Spuren ihrer Eltern zu treten. Also Mieke, die Mutter, oder ist neurotisch, erschrecklich neurotisch, aber sie ist auch eine Frau, die Entscheidungen nimmt, ganz im Gegensatz zu ihren Prinzipien. Und sie tut das wegen der Liebe ihrer Tochter. Eben, ich glaube, dass das sehr gut ist, dass Literatur viele Seiten hat. Also, aber über den Verlauf der Geschichte wollen wir natürlich nichts verraten. Der Lesebericht wird auf dem Blog von Klett Cotta bald folgen. Herzlichen Dank. Gerne geschehen.